Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur, wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute ohne langes Intro, da ich mich ja eh nie kurz fassen kann und mein heutiger Gästin, da geht schon los, können wir gleich drüber reden, hat viel Bühnenerfahrung und ist es gewohnt, angekündigt zu werden. Deswegen kurzum, Maria Clara Kroppler, schön, dass du da bist. Genau, dankeschön. Ja, ich... Hast mich sogar richtig angekündigt. Also ich werde oft falsch angekündigt mit Clara Maria Kroppler. Okay. Oh, das habe ich die ganze Nacht vom Spiegel geübt, muss ich ehrlich sein. Nein, Quatsch. Ja, ich habe mir natürlich gedacht, jetzt ist das eigentlich, wenn ich dich jetzt vorgestellt hätte in einem Intro als Comedian, wäre das richtig gewesen? Ich tue mich da immer noch so schwer. Also das gab ja eine Zeit, da war das immer so ein bisschen so ein Schimpfwort. Aber ich persönlich sehe das gar nicht so. Okay, also in dieser Zeit, wo das ein Schimpfwort ist, war ich auf jeden Fall noch nicht auf der Welt, glaube ich. Nee, Comedian doch. Ich finde, Comedian ist das beste Wort aktuell. Dann gibt es ja auch noch Komikerin. Das finde ich richtig altbacken. Also und Komiker wäre für mich sowas wie Didi Hallervorden früher oder so. Das waren für mich klassische Komiker, ja. Genau. Deswegen Comedian, Stand-up-Comedian. Damit kann ich mich identifizieren. Okay. Ja, ist ja auch ein ehrenwerter Beruf. Also ich meine, allein wenn man die Historie sieht, so die Unterhaltungskünstler, das ist ja auch nicht erst vor 20 Jahren erfunden worden, ja. Wir reden auch über so deine Tour und Podcast und was du alles machst. Du bist da ja sehr vielseitig, aber natürlich das große Thema. Ich habe mich sehr gefreut, wenn man deinen Namen googelt, kommt sofort als Auswahl, kommen doch immer so die Auswahlkriterien. Wenn man Maria Clara Kroppler, kommt sofort das Auswahlkriterium Maria Clara Kroppler vegan. Das steht also direkt ganz oben. Mein Song, oder? Also ich vermute, es hängt mit deinem Song zusammen, aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut, wenn das natürlich so der erste Punkt ist. Aber der Song ist ein gutes Stichwort, denn ich muss zugeben, ich habe dich natürlich wie viele andere auch immer wieder mal bei Nightwash gesehen und bin über den Eintrag in deinem Wikipedia-Eintrag nämlich gestolpert. Bekannt wurde sie durch zum Teil provokante Auftritte. Ja, und da dachte ich so, denke ich mir auch, ey, wer hat das geschrieben? Und das ist jetzt alles, was mich beschreibt, durch zum Teil provokante Auftritte. Also das finde ich auch jetzt nicht so ganz gelungen, aber also ich muss zugeben, nach meinem Maßstab habe ich jetzt auch noch keine gefunden, um ehrlich zu sein. Also ich hatte halt einmal einen Shitstorm, wo ich quasi einen provokanten Witz gemacht habe. Natürlich kann man schon sagen, dass meine Comedy sehr derb ist und auch ein bisschen schwarz anstellen. Aber dass das jetzt alles eine reine Provokation ist, finde ich jetzt auch ein bisschen Zumal, also ich liebe so, keine Ahnung, also ich liebe so wie Monty Python oder so, ja. Also ich finde, das ist einfach eine extrem geniale Form von Humor. Aber dann bin ich ich gucke ja natürlich immer so, was gibt's in YouTube und tralala. Und ich bekomme immer gesagt, ich bin zu 90er. Wobei ich das für mich persönlich als Adelung empfinde, weil ich bin 90er. Da bin ich tatsächlich auf diesen Song gestoßen, vegan. Und dann dachte ich so, ach, ist das jetzt schon wieder irgend sowas von irgendeinem Comedian, der irgendwas Lustiges über vegan macht? Und habe dann natürlich relativ schnell kapiert, dass du das bist und kannte das natürlich schon, dass du das immer wieder ansprichst von deinen Auftritten. Und muss jetzt gestehen, also am Anfang, aber ich kannst du vielleicht gleich ein bisschen mehr zu sagen, was da so ein bisschen deine Inspiration war. Am Anfang konnte ich erstmal so gar nichts mit anfangen. Aber ich lasse mich gern auf Dinge ein, ja. Und das ist sowas, also A, man muss es überhaupt mal zu Ende gucken, ja. Und B, man muss sich vielleicht dann auch einfach mal ein zweites Mal angucken und auch sich vielleicht mal kurz mit der Person beschäftigen. Und dann ist es, also ich finde es extrem lustig, weil ich finde, ich kann auch über Veganer Witze lassen, wenn sie gut sind, ja. Aber es ist auch so sehr schräg, aber passt mit Sicherheit zu dir. Und es regt aber auch zum Nachdenken an irgendwie. Wie kommst du denn zum Beispiel auf so eine Idee? Also für alle, die es jetzt nicht kennen, geht ihr einfach mal auf die Seite oder YouTube und gebt ein, ist das Eis vegan? Dann findet ihr das sofort. Genau. Ja, aber lustig, dass du das sagst. Also es ist wirklich so, beim ersten Mal denken sich viele, what the fuck? Und dann, je öfter man es schaut, desto geiler findet man es. Aber es gibt auch, entweder man feiert es oder man feiert es nicht. Weil es ist halt sehr speziell und ist so, wie du auch
keine Ahnung, wie halt Leute Deichkind mögen oder Alexander Markus oder so. Entweder du liebst es oder du findest es halt richtig scheiße. Und ich glaube, es ist halt auch bei vegan, weil es ist einfach wirklich sehr, sehr skurril. Und das wollte ich halt auch, dass es so, ja, quasi Dadaismus nennt man das auch. Also, dass es einfach so komplett weird und random ist. Und entstanden ist es so, also ich habe halt einen Kumpel, der ist Produzent. Und ja, dann habe ich mich immer mit ihm getroffen und dachte mir so, ja, wollen wir nicht einfach mal, wir einfach mal zusammen einen Song machen? Einfach irgendwie was Lustiges. Und ich hatte gerade ein veganes Eis in der Hand, weil ich mir vorher ein Eis geholt habe. Und dann dachten wir so, ja, wie wäre es irgendwas über vegan oder so? Vielleicht über veganes Eis? Und dann habe ich einfach mal so aufgenommen und dann ist das irgendwie dabei entstanden. Ja. Ich liebe es, wenn so Sachen auch aus einer Situation kommen, ja, also man findet oder man sich selber auch in so Dingen wiederfindet. Klar, ich meine, keine Ahnung, wie oft stand ich schon, egal ob das in der Eisdiele, beim Bäcker, im Restaurant, natürlich gefragt habe, ist das vegan oder haben Sie was Veganes? Und da wird man ja mit den verschiedensten Antworten, also ich habe das schon mal erzählt. Also von, was ist vegan zu, ja, wir haben Hühnchen oder dann zählen die so Sachen auf und dann sagen sie, ja, nee, da ist auch Fleisch drin oder da ist auch Milch drin. Ja, es ist schon in Restaurantsituationen, es ist schon sehr unangenehm, auch wenn man mit Freunden unterwegs ist oder so und man dann wirklich ein paar Minuten mit dem Kellner diskutieren muss oder fragen muss, ja, ist da denn was drin? Und dann muss der Kellner nochmal zum Chefkoch gehen und nochmal fragen, ob man das denn vielleicht nicht auch vegan machen kann. Und da bin ich jetzt mittlerweile auch so, dass ich am liebsten das Restaurant raussuche, wo ich mir vorher die Karte angucke und vielleicht schon sehe, ob die dann veganes Gericht haben oder halt zu meinen Lieblingsrestaurants einfach gehe. Ich weiß noch, ich habe einmal bei einem Italiener, ich meine, da ist es ja meist einfach. Also da bestellst du zur Not einfach Spaghetti, Aglio, Olio und da kann nicht wirklich allzu viel schief gehen zumindest. Ich weiß noch, ich saß mal bei einem Italiener und habe die Frage gestellt, ob in den Eiern auch wirklich keine, Quatsch, ob in den Nudeln, keine Eier drin sind. Das war echt wie, nicht, dass noch der Chefkoch rauskam und mit dem Beil hinterher ist. Der hatte sich zutiefst beleidigt gefühlt. Was? Weil in echten italienischen Nudeln ist keine Ei drin. Also das ist, ja, manchmal ist es schräg, aber nichtsdestotrotz kam bei der ganzen Nummer raus. Die haben hausgemachte Ravioli gemacht, die waren tatsächlich vegan. Ich habe selten so gut gegessen. Aber mit dem Hühnchen, vielleicht, das ist eine spannende Frage. Du ernährst dich vegan, ja. Und dann oft so, naja, okay, ah, vegetarisch, das verstehe ich noch, aber vegan, das ist dann so extrem. Aber Hühnchen isst du, aber Fisch isst du. Kennst du die Frage? Ja, so Fisch ist wirklich oft so, dass Leute denken, das wäre irgendwie kein Tier. Also ich kenne auch viele Leute, die Vegetarier sind und trotzdem Fisch essen. Und das, also kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Ja, so abwertend. Ja, weil es ja auch ein fühlendes Lebewesen ist. Ja, ich finde, also bei Hühnchen finde ich es auch immer so spannend, weil man oft oft gefragt, ja, bei Huhn isst du, wo ich so denke, hallo, aber wahrscheinlich, wenn 880 Millionen Hühner, die irgendwie im Jahr geschlachtet werden, da geht wahrscheinlich dann so der Bezug zum Tier tatsächlich irgendwann verloren. Ich weiß es nicht, aber ist so eine Frage. Und wenn du jetzt zum Beispiel in dein Programm das Thema einbaust, entscheidest du das spontan? Also wenn du jetzt auf die Bühne gehst oder hast du... Also mein ganzes Programm, also ich habe ja auch ein Solo-Programm und da sind alle Gags, habe ich mir vorher ausgedacht, geprobt und das Programm ist auch jeden Abend ungefähr gleich. Mhm. Also klar, bisschen Improvisation mit dem Publikum und so, da entstehen immer mal lustige Sachen. Ja, es ist immer dasselbe. Okay. Wie sind denn so die Rückmeldungen dann? Also wenn du so Themen, ich meine, du sprichst ja viele Themen an, auch viele wichtige Themen an. Also ich bekomme jetzt keine Feedback-Nachrichten danach, ja, das Vegan-Thema fanden wir nicht gut, aber dafür fanden wir den Dickpick-Witz gut oder so. Also sowas bekomme ich jetzt nicht. Mein Feedback ist quasi das Lachen. Und wenn die Leute lachen, dann ist das für mich eine Bestätigung, dass es halt lustig ist. Und das ist ja am Ende das, was ich will, dass die Leute einfach lachen, einen guten Abend haben. Und wenn ich denen noch eine kleine Sache auf dem Weg mitgebe, dann bin ich auch happy. Ja, absolut. Also vor allem, klar, man kann so gesehen jedes Thema zu ernst nehmen und man kann auch natürlich jedes Thema apokalyptisch nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel auch an den Klimawandel denkt. Nur das Problem ist natürlich, wenn wir uns jetzt alle runterziehen, dann passiert natürlich irgendwie auch gar nichts. Und in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, hattest du so vor 2-3 Wochen in, weiß jetzt nicht mehr, ob Facebook oder Instagram oder beides, ein Bild gepostet. Da warst du mit so einem Fahrrad drauf und es ging um Klima.
Und ich schalte mich selten in solche Diskussionen bei Facebook und so ein, weil das einfach sonst der unendliche Zeitkiller ist. Aber da musste ich dann tatsächlich ja mal was drunter schreiben. Also ich weiß es nicht, ob's du, aber ich persönlich bin davon genervt, dass ihr, jetzt sage ich es doch, als junge Generation, es heißt immer so, die jungen Leute sollen sich mehr engagieren. Dann engagieren sie sich, dann ist es aber irgendwie auch wieder falsch. Und dann habe ich einfach so drunter geschrieben, ihr jungen Leute könnt auch machen, was ihr wollt, es ist irgendwie immer falsch. Und die Frage ist, empfindest du das überhaupt so oder geht dir das am Arsch vorbei? Also die Kritik meine ich jetzt, nicht das Thema natürlich. Oder nimmst du das gar nicht wahr? Vielleicht nehme nur ich das wahr, weil ich älter bin. Also ich habe diesen Beitrag gepostet und ich war mir schon ziemlich sicher, dass da Leute auch halt eine andere Meinung haben. Und da kam dann auch viel, also ich habe es mir noch gar nicht mehr durchgelesen, die Kommentare, weil es halt wirklich viel Klimawandelleugnung war und sowas. Ja, das sind dann einfach wissenschaftsfeindliche Menschen dann. Also es ist einfach faktisch ein Riesenproblem, was angegangen werden muss. Und wenn Leute da sagen, es existiert nicht, so dann sollen sie mir auch nicht folgen. So. Also deine Meinung ist, dass egal, was junge Leute machen, dass es irgendwie falsch ist. Ja, weil wenn ich jetzt irgendwie an das Rezo-Video denke, dann heißt natürlich irgendwie, ja, der mit seinen blauen Haaren oder bei, in deinem Fall dann, keine Ahnung, das ist, die ist doch Comedian und hat eh keine Ahnung, es wird so. Ja, aber das stimmt ja, also nein, das natürlich sagen, stimmt ich glaube, das nicht. Sagen halt Leute, also, um sich so zu rechtfertigen. Also auch die Rezo-Videos, die waren ja faktisch richtig. Das waren ja alles Sachen, die aufgedeckt waren. Genau. Er war, ist halt die Person, die es sagt. Und natürlich als Person, die jetzt angegriffen wird, sage ich jetzt mal Andi Scheuer, der sucht dann natürlich, okay, wie kann man ihn, also seine Credibility abwerten? Und dann sagt man halt so, ja, der ist ja jung und hat blaue Haare und das bedeutet, dass er dumm ist, was ja halt, es ist ja nicht so. Also nur weil man eine Frau ist oder nur weil man blaue Haare hat, heißt es ja nicht, dass man dumm ist und auf einem Gebiet nicht seine Kenntnisse haben kann. Also ich kann ja auch jetzt Klimawandel studieren oder Geografie studieren oder so und dann zu sagen, ja, nee, du bist dumm, du hast das, verstehst das alles gar nicht, ist ja auch. Ja, okay, ich merke schon, das scheint mich mehr aufzuregen wie dich, das finde ich gut. Also ihr seid da deutlich gechillter. Ja, ich bin da teilweise sehr, sehr, vielleicht auch zu kritisch, ich weiß es nicht. Aber jetzt nochmal zu dir und. Aber du bist jetzt schon meiner Meinung, aber du findest es blöd, dass Leute einem nicht glauben oder. Nein, oder ich bin absolut deiner Meinung. Also ich bin zum Beispiel auch ein ganz großer Freund von Friday for Futures und Parents for Futures und bin da auch selbst aktiv. Ich finde halt, man kann sich da ja auch auseinandersetzen mit oder wenn jetzt jemand mit mir diskutiert, wenn ich sage, du, Fleisch ist auch Klimakiller Nummer eins und dann jemand sagt, ja, aber ihr Veganer mit eurem Soja, habe ich kein Problem zu sagen, du, ich erkläre dir das mal kurz, wie das ist mit dem Soja. Also um Himmels Willen, ich will jetzt nicht sagen, Unwissenheit ist gleich dumm oder so, aber wenn halt so das Niveau so sinkt, also wenn dann jemand einen Beitrag macht, jetzt in dem Fall, ob das du bist mit einem Bild oder ein anderer mit einem YouTube-Video und das einzige Argument ist dann, also die Maria, die ist jung und die hat eh keine Ahnung, weißt du? So dieses Abtun, ich finde halt dieses. Ja, ja, das also, war ja auch diese Reaktion, die dann direkt bei Fridays for Future, dass genau. Christian Lindner gesagt hat, ja, die Kinder, die sollen mal lieber zur Schule genau. gehen, weil die haben ja eh keine Ahnung und lass das mal den Erwachsenen überlassen und da sieht man ja einfach, dass dieses Thema Klimawandel, weiß nicht, seit 50 Jahren wissen das die Erwachsenen und die haben halt nichts dagegen gemacht. Und ja, da kann man dann einfach mal sagen, ja, dann haben anscheinend wirklich die jungen Leute ein bisschen mehr Ahnung davon und dass es wichtig ist, dass man halt was ändert. Wer, wenn nicht die jungen Generationen, sollte das denn überhaupt kritisieren? Also Fakt ist ja, dass jemand, keine Ahnung, meine Mutter ist 76, die wird sehr wahrscheinlich nicht mehr so lange auf dem Planeten leben wie ich und mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du noch mal deutlich länger leben. Also auf wen, wenn nicht die jungen Generationen, sollen wir denn halt noch hören, frage ich. Also das, wie gesagt, das regt mich halt auf, so dieses Abtun oder dann in Talkshows, wenn halt dann, ja, so diese alten Säcke da sitzen und irgendwie sagen, ja, den kann ich nicht ernst nehmen, ja, weil er so und so ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, naja, früher, ich war hier in Mainz in der bischöflichen Schule, wo noch Jungen und Mädchen getrennt sind. Und ich war auch schon immer jemand, der Dinge hinterfragt hat. Also ich. Und die jungen Leute denken sich ja die Sachen auch nicht aus, sondern die rezitieren ja die Wissenschaft. Ja, absolut, also, natürlich. Ja. Also, und das meine ich halt, weißt du, so irgendwie hieß es immer so, die Jugend interessiert sich für nichts und dann interessiert sie sich für was und dann ist es auch falsch. Aber ja, schwierig. Ja. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Jetzt habe ich es auf jeden Fall besser verstanden. Aber ich sehe schon, du bist da deutlich relaxter bei dem Thema als ich, was natürlich auch
prima ist. Jetzt aber mal eine Wende so ein bisschen zu dir. Also eine Frage, die du bestimmt schon mehr als einmal gestellt bekommen hast. Wie wurdest du vegan? Ja, die bekommt man tatsächlich sehr oft gestellt. Ich glaube, ich bin vegetarisch schon seit ich 12 bin. Es war so, dass da damals, es kommen ja auch immer mal wieder alle paar Jahre irgendwelche Skandale, dass in irgendeinem Fleisch irgendein Virus gefunden wurde. Es war irgendwas mit Hühnern oder so. Und dann meinte meine Mutter, ja, Maria, wir essen jetzt mal ein bisschen weniger Fleisch. Und dann habe ich das halt ein bisschen weniger Fleisch gegessen. Und dann fand ich das irgendwie gar nicht schwer. Und habe dann danach so wieder versucht, irgendwie meine Lieblingswurst zu essen. Also nach ein paar Wochen, wo ich dann halt weniger Fleisch gegessen habe, habe ich dann irgendwann so einen Ekel irgendwie gegen diese Wurst entwickelt. Dass ich irgendwie diese Vorstellung total eklig fand, dass das so jetzt ein, ja, so ein totes Tier irgendwie auch ist. Und dann habe ich einfach gesagt, ich verzichte jetzt auf Fleisch. War auch für meine Mutter vollkommen okay. Und dann, so ich glaube mit 18, habe ich dann die Doku What the Health geschaut auf Netflix. Und mir waren schon viele Sachen auch zu dem Punkt bewusst, dass auch die Milchindustrie, die Eierindustrie nicht wirklich nice für die Tiere sind. Und dann kam halt bei What the Health nochmal dieser gesundheitliche Faktor mit dazu. Das ist halt, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das Fleisch jetzt, wenn man jetzt oder Milchprodukte jetzt vielleicht mal so einmal in einem Monat ist oder so, dass man davon jetzt stirbt oder so. Aber da wurde halt gezeigt, wie schädlich es halt sein kann. Und auch je mehr Infos du hast, wie schlimm es für die Tiere ist, dass es für dich, für deine Gesundheit auch nicht so gut ist und auch, dass es für die Umwelt auch total schrecklich ist. Ich meine, wenn man einfach mal überlegt, du brauchst halt Ackerland für die Tiere und die Tiere müssen ja auch gefüttert werden und dieses Essen, was du den Tieren fütterst, könntest du ja auch einfach selber essen und damit könntest du eigentlich auch das Welthungerproblem lösen. Also desto mehr Infos ich hatte, desto schwieriger war es dann für mich, es irgendwie moralisch für mich zu vertreten, weiterhin Eier und Milch zu essen. Und ich habe es dann immer wieder probiert und dann fand ich es einfach so eklig. Also ich konnte es dann einfach nicht mehr und es hat mich, du agierst ja dann eigentlich gegen dein Moral. Also dein Unterbewusstsein weiß ja eigentlich, okay, das ist jetzt hier gerade was Blödes, was du machst und du machst es trotzdem und dementsprechend habe ich mich auch scheiße gefühlt. Und dann habe ich einfach gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal. Also das größte Problem war für mich auch der Käse, weil ich ja wirklich Käse geliebt habe. Und ja, dann dachte ich mir, ich versuch's jetzt einfach mal und why not trying? Also wenn's halt nicht funktioniert hätte, hätte man ja auch wieder zurückgehen können. Und dann habe ich es einfach mal versucht und fand es einfach so cool und ich habe mich viel besser und gesünder gefühlt. Und tatsächlich, man denkt ja immer so, dass vegan voll die Einschränkung wäre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mein Essverhalten ist viel diverser geworden. Also als ich noch vegetarisch bin, habe ich viel einfach Pizza, Pasta, ganz viel Käse immer gegessen. Und dann, als ich vegan bin, ja, dann musst du ja auch schon quasi, du musst dich ja einfach ein bisschen ausgewogener ernähren, weil du ja auch gucken musst, wo kriegst du all deine Vitamine und so her. Und dann habe ich mich auf einmal, also Salat habe ich vorher auch gar nicht gegessen, und dann auf einmal so Bowls und indisch und asiatisch und selber gekocht ganz viel und selbst gemacht. Und das war einfach, ja, das war einfach wie so eine, ja, auch einfach ein cooles Hobby, so zu kochen und auch so zu gucken, wo gibt's leckere vegane Läden bei mir im Umkreis. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie ein geiles neues veganes Restaurant gefunden habe oder ein Restaurant, wo es ein leckeres veganes Gericht gibt, war das für mich einfach so Happiness pur. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt so, seit ich vegan bin, ein viel besseres Verhältnis zu Essen. Ich bin so, wenn ich so ein geiles veganes Essen esse, dann bin ich einfach richtig happy. Ich schreibe am Abend manchmal auch so auf Sachen, für die ich dankbar bin und dann steht da wirklich ganz oft irgendwie für das leckere Essen, was ich heute gegessen habe. Also klingt jetzt vielleicht doof, aber wenn ich sowas immer höre, da wird mir so das Herz warm, weil wenn das jemand so beschreibt wie du, dann weiß man so, der ist angekommen in dem Thema. Also weil 100% so ist es, also genauso war es auch bei mir und das nimmt auch irgendwie gar kein Ende, also zumal ja auch jetzt die ganze Industrie und der konventionelle Einzelhandel natürlich sich dem Thema zum Glück immer mehr annimmt, es ist unfassbar, was man für eine Vielfalt entdeckt, also wirklich das absolute Gegenteil von Worten wie Verzicht oder Monoessen oder sonst was, also Thema Bowls war ein gutes Stichwort, ja, ich habe vorher... Also ich meine, ich wusste vielleicht noch, was es ist oder so, ja, aber ich wäre jetzt nie irgendwo hingegangen, wo es sowas zu essen gibt, ja, weil ohne rationale Erklärung, selbstverständlich. Also man merkt ja erstmal, wenn man sich so entwickelt wie du, was echt toll ist, in welcher Blase man sich eigentlich vorher befunden hat. Also es ist, wenn die mal aufgeht und man auf einmal auch mal so guckt, was gibt's eigentlich so an Hülsenfrüchten und was kann man damit alles machen und auch das mit dem Kochen,
mein Essen tue ich eh gern kochen. Also ich esse lieber, als ich koche. Das geht mir tatsächlich genauso. Und wenn man dann irgendwie mit Leuten kocht und es so heißt, ja, wir machen was Veganes, soll ich irgendwas Spezielles einkaufen? Dann sage ich, nee, einfach wir nehmen, was du da hast. Ja, also zur Not, Curry ist ja auch so ein Stichwort. Was tust du einfach? Machst du Reis, haust alles in eine Pfanne, Curry drauf, kochst das, bisschen Kokosmilch, geiles Essen, ja. Ja. Ich weiß auch, so ganz am Anfang bin ich mal mit jemand einkaufen gegangen und wir haben vegan eingekauft. Und dann habe ich, Klassiker ist halt immer, weißt du, so Sachen, was die Leute kennen, Chili Sin Carne oder jetzt Chili mit veganem Hack. Und habe dann irgendwie so Tomaten in den Einkaufswagen gelegt und dann gucken mich, waren drei Leute, gucken mich völlig irritiert an und meinen, hä? Ich so, ja, Tomatensoße, brauchen wir Tomaten. Ja, aber ich dachte, wir kaufen jetzt vegan ein. Ich so, ja, machen wir ja, ja. Und also ich habe Minuten gebraucht, bis ich verstanden habe, was die gemeint habe. Und das ist mir danach ganz, ganz, ganz oft passiert. Und deswegen erzähle ich das auch immer wieder gerne, weil mir dann viele geschrieben haben, ey, jetzt raffe ich endlich, was meine Freundin meint oder mein Freund meint. Weil die sagen, naja, Obst und Gemüse, ist ja klar, dass das vegan ist. Also die denken, wenn wir vegan, blöder Satz, wenn wir vegan einkaufen gehen, dann gehen wir quasi nur in den Laden und gucken nach Ersatzprodukten. Das machen wir natürlich, ja, weil ich auf einmal nicht sehe, ich muss auch alles probieren. Ich weiß nicht, geht es auch so, wenn du siehst, so, es gibt jetzt veganen Thunfisch und auch wenn der erstmal von Gartengourmet ist, ja, aber den muss ich erstmal probieren. Ist das bei dir auch so? So dieser Jüber? Manchmal so diese Fleischersatzprodukte finde ich auch ganz, ganz lecker, aber ich brauche das auch nicht immer. Aber ja. Ich würde schon sagen, ich habe schon auch sehr viel probiert. Und wenn auch was Neues ist, ja, dann probiere ich das, glaube ich, schon auch öfter mal, ja. Aber auch, was du gerade meintest mit dem, dass die Leute nicht wussten, dass eine Tomate vegan ist. Ich glaube, weil für viele Leute ist das Wort vegan einfach schon so ein, es ist so ein radikales, schlimmes Wort. Es ist direkt eine negative Assoziation. Und die denken dann halt direkt, oh, vegan, Verzicht, vegan, was, da kann man ja gar nichts essen, nur Wasser. Da habe ich auch einen Witz drüber. Also so viele Gerichte, einfach so auch Nudeln mit Pesto oder so. Oder Chili Sin Carne jetzt zum Beispiel. Also so ganz viele Basic-Gerichte, die auch schon tausendmal in ihrem Leben gegessen haben. Ja, auch irgendwie Kartoffeln oder mit Möhren. Und kannst ja wirklich, also so viel, was man ja einfach tagtäglich isst, auch bei Nicht-Veganern ist einfach automatisch auch vegan. Absolut. Aber das irgendwie checken die Leute nicht, dass das, was sie da gerade essen, vegan ist. Also das meinten der Bruder von meinem Mitbewohner, der meinten wir halt so, ja, wir gehen jetzt zu einem Restaurant, das ist so super lecker vegan. Und der dann direkt, vegan, bah. Aber das ist wirklich so ein Restaurant, das ist so lecker. Das ist so Reis mit Tofu, aber so richtig geil zubereitet, so richtig crunchy und so mit Erdnusssoße. Und das ist wirklich das geilste Gericht überhaupt. Und dann hat er sich ja drauf eingelassen und meinte danach so, okay, ja, das war wirklich richtig lecker. Ja. Also die Leute, die haben so ein negatives Bild davon, aber sie müssten sich halt einfach mal drauf einlassen und einfach mal schauen, dass, oder sehen, dass vieles, was sie essen, auch schon vegan ist. Absolut, ja. Also ich suche ja immer noch einen Supermarkt, der das Experiment mal mit mir macht. Zwei, vielleicht hast du bist prominenter als ich, vielleicht findest du es mal, dass die Idee gerne klauen. Einfach mal in einem Supermarkt zwei Schütten mit von mir aus Tomaten oder Gurken und auf die eine Schütte draufschreiben Tomaten aus Deutschland, vegan. Und auf die andere Schütte draufschreiben, Tomaten aus Deutschland. Ja? Ich meine, jetzt gibt es natürlich so die Ultra-Veganer, die würden dann denken, okay, die einen Tomaten sind ohne Tiergülle. Also wir lassen jetzt mal das Rationelle, es geht ja ums Emotionale, was du eben auch gerade beschrieben hast. Und ich halte nach wie vor jede Wette, dass am Abend die Schütte mit den veganen Tomaten auf jeden Fall voller sein wird als die mit den nicht-veganen Tomaten. Aber es ist, ja, das kann sein. Ist eine Theorie von mir. Aber vielleicht mal jetzt einfach wieder, du als im Vergleich junger Mensch zu mir, was glaubst du denn, an was liegt das denn? Also es ist ja eine Erfahrung, die mache ich natürlich genauso mit irr-vegan, wobei ich persönlich das dahingehend schon krass finde, weil deine Großeltern noch irgendwie so im Krieg gelebt haben und da sind wir jetzt gar nicht so weit von weg. Also wir alle und Leute generell zu essen sagen I und da kriege ich schon die Krise, weil klar, man kann sagen, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht oder wie auch immer, aber da bin ich tatsächlich auch relativ radikal, weißt du, wir leben in so einem Überfluss, ja, und können es uns leisten, schon Obst und Gemüse quasi zwischen der Ernte und vor Verkauf wegzuschmeißen, weil es irgendwelche Normen nicht erfüllt.
Und in Discountern fliegt jeden Abend im Schnitt 30% von dem Frischfleisch aus der Theke weg. Und da tue ich mich eh schon schwer, wenn jemand irgendwie bei Essen sagt, so ii und so. Aber okay, gut, das ist jetzt grundsätzlich mal mein Aber Problem. Das sagen wir ja eigentlich auch ein bisschen. Wir sagen ja auch zu Fleisch ii. Ja, jetzt hast du mich aber... Ja, das stimmt. Okay, ich muss, ich merke schon. Also du würdest ja auch nicht das weggeworfene Fleisch, auch wenn es gut wäre, essen. Aber ich kann das verstehen, was du sagst. Also ich glaube, man kann es auch, nicht Veganer könnten uns das jetzt uns so auslegen, dass wir halt auch zu so viel sagen, nee. Ja, ich sehe schon, ihr jungen Leute seid sehr reflektiert. Das ist gefällt mir gut. Okay. Nein, aber jetzt. I try. Ja, nein, jetzt bin ich natürlich auch viel zu weit abgeschweift. Aber woher kommt das so? Dieses negative Bild. Dieses negative Bild oder so, das ist. Ist es uncool oder ich weiß nicht, definiert sich der echte Mann nur durch Fleisch auf dem Grill? Und ich. Das ist auch eine geile Frage. Grillst du eigentlich noch? Wo ich so sage, hä? Ich fange jetzt mal von vorne an. Also warum es so negativ behaftet ist, weiß ich auch nicht zu 100%. Ich kann es mir halt schon vorstellen, dass einerseits vielleicht, ist ja schon ein Klischee, so dieser missionarische Veganer. Und Klischees kommen ja auch nicht von irgendwo. Also ich glaube, dass da halt wahrscheinlich viele Leute schon hitzige Diskussionen am Tisch geführt haben mit Veganern. Und da kann ich mich auch mit einbeziehen. Also ich habe auch schon emotionale Diskussionen über das Thema geführt, weil es halt eben auch ein emotionales Thema für mich ist. Also es ist halt, ja, wenn du halt dann irgendwas von irgendwas so total überzeugt bist oder, ja, also für mich ist es halt so, ich glaube, jeder Mensch hat ja auch ein bisschen vielleicht eine andere Moral und ist anders mitfühlend. Also für mich, wenn ich diese Bilder sehe von leidenden Tieren oder so, ist das ganz, ganz schrecklich. Und ich konnte lange Zeit nicht verstehen, dass es für andere Leute nicht so schrecklich ist. Also dass es irgendwie, dass viele da halt einfach so drüber hinwegsehen können. Und natürlich, wenn es dann auch irgendwie deine Freunde sind oder so, dann willst du die ja irgendwie schon auf deine Seite holen, weil du denkst dir so, wie kann es denn sein, dass du das okay findest? Und für mich ist es so schlimm, wir sind doch Freunde, also wir müssten doch eigentlich irgendwie so auf derselben Seite sein. Und einmal halt das, glaube ich, dass, ja, diese hitzigen Diskussionen, aber dann auch, ja, was du da jetzt angesprochen hast mit dem Grill, mit dieser Männlichkeit, das kann ich schon auch nachempfinden, weil auch ein damaliger Freund von mir, der war dann auch vegan und dann auf einer Party und so und dann haben seine Kumpels ihn auch ein bisschen so sich darüber lustig gemacht, dass er das immer noch durchzieht mit dem Vegan, weil ja dann doch irgendwie halt lange Zeit, ich glaube, das ändert sich auch gerade, vor allem jetzt in der neuen Generation, dass man jetzt nicht sagt, du bist nicht männlich, wenn du kein Fleisch isst. Aber ich glaube, das ist halt schon jetzt zum Beispiel in der Generation von meiner Mutter oder so, wenn jetzt sie eine Geburtstagsparty macht und da ist kein Fleisch, ja, dann gucken ihre männlichen Kumpels schon ein bisschen komisch so. Weil das halt für viele auch so dieser deutsche Fleischkonsum, es gehört halt irgendwie mit dazu. Und ja, es ist halt auch natürlich so eine Gewohnheit, glaube ich auch, also dass viele einfach das nicht hinterfragen. Also ich glaube jetzt die junge Generation ist halt auch aufgeklärter, weil wir schauen uns viele solche schlimmen Videos an, aber ich will jetzt natürlich auch nicht pauschalisieren, aber ich glaube halt, dass viele jetzt in dem Alter von meiner Mutter oder noch älter, dass sich da jetzt die Männer und auch Frauen jetzt nicht unbedingt auf YouTube die Doku über Schlachthöfe anschauen oder keine Ahnung, irgendwelche Dokus zu dem Thema. Dich meine ich jetzt natürlich nicht. Du hast dich ja damit beschäftigt. Aber ich würde jetzt einfach mal so sagen, so die Mehrheit. Und ja, genau dieses Männlichkeitsbild, das ist, glaube ich, schon auch noch ein Thema. Aber es ändert sich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass in meiner Generation noch so krass ist. Und jetzt noch zu dem Grillen-Thema. Ich grill schon, ja. Aber ich grill mir dann halt Gemüse. Gibt ja viel Gemüse, was man sich auf den Grill legen kann. Auberginen, Zucchinis, Zwiebeln, Spargel, auch richtig geil. Mais, mache ich mir auch so eine vegane Kräuterbutter und natürlich kannst du auch vegane Würste drauflegen, das habe ich auch schon öfter mal gemacht. Ja, vor allem geiler Nachtisch ist natürlich auch Melone oder Banane, kannst du auch grillen. Lachen die Leute zwar immer, aber also gegrillte Banane ist ja... Stimmt, das ist geil, ja. Aber Melone geht tatsächlich auch, ist auch sehr lecker, ja. Ne, ich musste eben nur so schmunzeln, weil du hast echt ein Gespür dafür, also ich erlebe dich wirklich jetzt tatsächlich 1:1 so, wie du auf der Bühne bist, du hast echt ein sehr gutes Gespür für so Sozialklischees, ja, also tatsächlich ist es so, ich gehe eine Generation weiter, also ich gucke mir die Filme an und meine Mutter, die ist Jahrgang 45 und die wurde tatsächlich jetzt über mich wiederum vegan, also deswegen finde ich es auch so gut, dass die Jugend sich nicht nur mit Klimawandel, sondern eben auch mit dem Thema zum Beispiel Tierleid, Massentierhaltung
und diesen Themen beschäftigt, weil genau so funktioniert es. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Familie ist, aber ich habe eben schon so ein bisschen rausgehört, deine Mutter ist da auch dann in die Richtung. Also weißt du, das ist ja cool, weil genau so funktioniert es ja. Also wenn der eine sagt, hier, guck mal, und muss es sein, weil es ist halt immer noch so, weißt du, Fleisch ist halt immer noch so dieses Wohlstandssymbol, ne? Also Fleisch. Aber ist es wirklich noch in Deutschland ein Wohlstandssymbol? Also wenn du dir die Preise anguckst für eine Pute oder so, das ist ja jetzt eigentlich kein Wohlstandssymbol mehr. 100% bin ich absolut bei dir. Das ist genau richtig, was du sagst. Also in den Köpfen ist das noch so teilweise, so Sonntagsbraten und Fleisch. Aber in der Tat absolut richtig. Das Ding ist, das war mal so, das ist richtig, aber es ist nicht mehr so, weil 98% Massentierhaltung ist kein Wohlstandssymbol mehr. Also absolut richtig, aber so sind halt viele noch getriggert. Ich meine, ich selber, nicht, dass das jetzt eben auch, was ich vorhin gesagt habe, so heuchlerisch rüberkam. Ich meine, ich wurde mit 40 vegan und habe genügend Dokus gesehen, wo Tiere schlecht behandelt wurden, wo Tiere schlecht gehalten wurden, Lebensmittelskandale, und habe selbst 40 Jahre gebraucht, bis ich da drauf kam. Also streng genommen, rein von der Logik, hätte ich schon 20 Jahre früher irgendwie vegan werden müssen. Ja, aber da war auch noch nicht die Aufklärung, glaube ich. Also das ist halt gar nicht so, vielleicht in deinem Kopf gar keine Option, darauf zu verzichten, weil A, es gibt nicht so viele Leute, die das auch machen. Es gibt vielleicht auch nicht so viele Informationen dazu. Das kommt einem einfach nicht so in den Kopf. Aber wenn man in der Schule vielleicht schon lernen würde, hey, man braucht das gar nicht, um gesund zu sein, oder dass man sogar gesünder, wenn man nicht so viel davon isst. Oder auch wenn man beim Arzt ist und der Arzt sieht schon, okay, du hast hier irgendwie Bluthochdruck und hier ein bisschen was mit dem Herzen, Diabetes. Es gibt ja viele Krankheiten, die eben auch mit übermäßigen Tierkonsum zusammenhängt. Und auch Ärzte sind da teilweise nicht so gut aufgeklärt. Also ich habe auch eine Freundin, die studiert Medizin, und die sagt auch, das ist nicht wirklich ein Riesenthema in der, im Studium. Ja. Ich weiß natürlich nicht, kann auch sein, dass sich das schon geändert hat. Ich weiß nur, dass es zum Beispiel halt bei What the Health in USA war es ja so, dass, das fand ich halt so krass, das sind halt so super viele fettleibige Menschen, die gehen dann zum Arzt, haben dann Herzprobleme, Arthritis, verstopfte Adern und Diabetes und keine Ahnung. Und dann gehen die da hin und dann verschreiben die Ärzte ihnen halt Medikamente gegen den Bluthochdruck. Aber dieses Medikament hat dann noch Nebenwirkungen, und dann mussten sie noch gegen diese Nebenwirkungen Medikament nehmen. Und anstatt ihn einfach mal einer sagt, hey, deine Probleme könnten irgendwie auch mit der Ernährung zusammenhängen, sagt ihn halt niemand, und dann auch auf diesen, das fand ich halt so krass, hat mich so gemeint blowt, dass dann auch diese Webseiten mit von Krebs Associations und so, Diabetes Associations, dass da dann eben trotzdem eine Fleischernährung empfohlen wird, obwohl es ja nachweislich Teil des Problems sein kann. Also es gibt Studien, die das auch beweisen. Und dann guckt man halt, von welchen Unternehmen diese Firmen, oder zum Beispiel jetzt die Krebs Association oder Diabetes Association, ich weiß nicht, ob sie so heißen, aber halt diese offiziellen, ja, Webseiten quasi, von wem die auch finanziert werden, dann sieht man ja, okay, da sind dann halt auch sowas wie KFC und solche Fleischunternehmen mit dabei. Ja, die Doku kann ich auch wahnsinnig empfehlen. Da hast du vollkommen recht. Und das Traurige ist, das ist bei uns 1:1 genauso. Also es gibt viele Ausnahmen. Also es gibt, ich versuche mich ja auch immer wieder so ein bisschen mit Ärzten oder habe auch welche im Podcast oder so auszutauschen. Also es entsteht tatsächlich ein Bewusstsein, aber mir geht es natürlich viel zu langsam und es geht so über Umwege. Also im Moment ist es zum Beispiel so, dass dann viele so Hausärzte, wenn jetzt jemand kommt, der auch noch nicht allzu alt ist, so ich sag mal zwischen 40 und 50 oder so in den Dreh, ja, und sagt, na, ich habe Probleme so ein bisschen mit Gicht und die Finger sind steif, haben mittlerweile doch viele gemerkt, dass es, also so mal Weizenzucker und tierisches Eiweiß reduzieren, dass das irgendwie was bringt. Aber da fehlt halt noch so die Begründung. Also da bin ich voll bei dir. Da müsste der Arzt eigentlich sagen, lassen Sie mal 4 Wochen die Milchprodukte weg und es wird sich bessern. Ja, wenn du dann natürlich auch noch Weizen und Zucker weglässt, wobei das ist eine generelle Empfehlung, also industrieller Zucker ist grauenhaft, ja, und da bringt auch diese komische Ampel nix, die Frau Klöckner da mit Nestle gemacht hat. Im Gegenteil, viele Produkte sind ja getestet worden, es ist jetzt noch mehr Zucker drin wie vor. Aber Zucker und halt alles, was billig ist, ja, Industriezucker und Weißmehl ist billig, Milchpulver ist billig, und überall, wo der Rotz drin ist, kannst du direkt aussortieren, ja, das sind keine
keine Lebensmittel. Das ist Scheiß. Ja? Ja. Und da stimme ich dir zu, das müsste einfach viel klarer und viel deutlicher kommuniziert werden. Vor allem, halt, das ist so der Klassiker, man behandelt so die Symptome, aber halt nicht die Ursache. Ja? Gebe ich dir recht und wie gesagt, Doku kann ich dir sehr empfehlen. Aber was mich mal interessieren würde, wie ist das dann so bei dir weitergegangen? Also wie war so dieses vegane Outing, nenne ich es jetzt mal, so in deinem Umfeld? Nee, also ich war ja auch schon die Vegetarierin in meinem Freundeskreis. Okay. Das war ja auch schon zur damaligen Zeit schon ein bisschen krass. Also ich hatte auch keine Vegetarierfreunde. Ich war da schon so die Einzige. Und dann ist dieser Sprung von Vegetarier auf Vegan ist dann auch nicht mehr so groß, wenn deine Freunde und deine Familie sich damit schon abgefunden hat, dass ich auch kein Fleisch esse. Ja, also meine Mutter hat sie mir am Anfang noch so ein bisschen so, ja, wirklich? Willst du das wirklich? Und so. Und dann meine ich so, ja, ich will das wirklich. Und dann quasi, als ich gesagt habe, jetzt werde ich Veganerin, ist sie auch Vegetarierin geworden und isst auch, ich würde sagen, sehr viel vegan, ja. Das ist so cool. In deinem Umfeld, ich meine, du hast schon gesagt, also die Akzeptanz ist doch mittlerweile schon echt. Also man darf ja auch nicht alles schlecht reden, aber ich finde, die hat sich jetzt gerade so in den letzten 1-2 Jahren, finde ich, hat sich die echt deutlich verbessert, dass wenn jetzt jemand kommt mit, ich bin vegan, also ist es dann auch nicht mehr ganz so extrem, finde ich. Ja, voll. Jetzt wissen wir, wie bist du vegan geworden? Was mich persönlich nochmal interessieren würde, wie bist du Comedian geworden? Das war so, ich komme aus Kleinmachnow, das ist bei Berlin. Und in Berlin gibt es so ganz viele offene Bühnen für Comedy. Dann war ich da mal so Zuschauer, so durch Zufall. Und habe dann da so halt Leute gesehen, die auf der Bühne Witze erzählt haben. Und ich fand das irgendwie mega cool, kannte das vorher gar nicht. Und dann bin ich da immer wieder als Zuschauer hingegangen. Und dann dachte ich mir irgendwie, hä, ich bin doch auch ein bisschen lustig. Ich probiere es einfach auch mal aus. Und wenn es nichts für mich ist, dann habe ich wenigstens irgendwie was gelernt. Dann habe ich vor Leuten mal versucht, Witze zu erzählen. Und dann habe ich es halt mal ausprobiert und dann war es halt, es war jetzt nicht perfekt oder so, aber ich habe ein paar Lacher bekommen. Und auf einer Bühne so Lacher zu bekommen, ist das halt schon ein sehr geiles Gefühl. Also es ist halt wie so ein Rausch auch irgendwie. Ja, und dann wurde es zu einer Sucht und ich habe es dann einfach hobbymäßig 2-3 Jahre gemacht in Berlin. Und dann irgendwann bin ich halt zu Nightwash gegangen und dann ist es halt so ziemlich gut angekommen. Also nicht nur, es ist auch vielen Leuten nicht gut gefallen, aber es hat doch sehr vielen Leuten gefallen. Ja, dann habe ich so gemerkt, damit kann ich auch mein Geld verdienen. Ja, habe dann jetzt einfach weitergemacht. Und ich sag mal so, die Thematik, in der du dich bewegst, du hast ja auch viel Emanzipation und so Geschichten drin. Hat sich das dann entwickelt oder war das? Ja, das hat sich noch ein bisschen entwickelt. Also ich würde jetzt auch, wenn du jetzt so das Gefühl hast, dass in meinen Stand-Ups da schon das so rüberkommt, dann freue ich mich natürlich. Aber das ist so, in meinem Programm thematisiere ich das auch noch ein bisschen mehr, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Bühne über Sex rede oder einfach so halt über die Themen, die mich so beschäftigen, dann gibt es da auch viele Leute, die sagen, ja, das finde ich jetzt total blöd, dass du da jetzt über dieses Thema redest, du sexualisierst dich oder so. Und für mich ist es aber eigentlich feministisch, dass ich mich da auf diese Bühne stellen kann und einfach auch über Sex reden kann, über alles, was ich möchte und dass das halt okay ist und das ist halt so meine Selbstbestimmung. Aber ich glaube halt, dass das viele Leute vor allem am Anfang nicht so gesehen haben wie ich und sie dann, glaube ich, auch viele so eher fanden, dass ich da jetzt den Frauen nichts Gutes tue. Also ich glaube, da gibt es einfach, da hat jeder seine Meinung und man kann es nicht jedem recht machen und dann wird immer die Leute geben, die das nicht cool finden, aber ich habe halt auch meine Leute gefunden, die das cool finden und die das unterstützen und das gerade eben cool finden, dass ich halt als Frau auch so offen bin und auch mich traue, gewisse Themen anzusprechen, wo jetzt andere sich vielleicht nicht so trauen würden, darüber zu reden. Also ich zähle mich zu denen, die es verstehen und auch gut finden, weil deswegen habe ich jetzt gerade mich so ein bisschen gewundert. Also ich hätte jetzt mir viel überlegen können, mit was man dich in Verbindung bringt, aber dass du dich jetzt sexualisierst, auf die Idee wäre ich jetzt überhaupt nicht gekommen. Und ich sehe das auch gar nicht so, weil jetzt kommt wieder so dieser Klassiker, ja, so als Mann über Frauenprobleme zu reden. Aber ich kann ja zumindest mal als Gentleman das dann von mir aus sagen. Ja. Also keine Frau muss es ja jetzt irgendwie hinnehmen, wenn sie prominent ist und irgendwelche Fotos von Genitalien geschickt bekommt. Also ich persönlich finde das widerwärtig, auch menschlich, jetzt nicht wegen der
Sache wegen dem Inhalt des Bildes, sondern einfach, weil es, also keine Ahnung, ganz old, gehört sich nicht, sage ich jetzt mal so in meiner Sprache, ja. Und wenn du damit aber konfrontiert wirst, und dann ist man schon wieder beim Problem, also wer wäre ich, dass ich dir jetzt verbiete, quasi als junge Frau darüber zu sprechen. Aber ich, genau diesen Kern, diesen wunden Punkt triffst du ja eben damit. Genau wie du vorhin mich in meiner Argumentation so ein bisschen rumgedreht hast, was ich total super finde, nimmst du genau das Thema und stellst dich genau damit auf die Bühne. Und genau das ist halt der Punkt dann eben, ja. Und klar, die Leute, die es betrifft, die regen sich drüber auf, aber die sollen sich auch drüber aufregen. Ja, ich glaube, manchmal brauchen die Deutschen, also ganz am Anfang habe ich einfach so die Sachen erzählt, die ich halt lustig fand. Und das war halt, ja, so ein Thema, wo ich dachte, ja, da kann man ja mal drüber reden. Aber ich habe jetzt nicht explizit gesagt, das ist so scheiße. Und ich glaube, manchmal brauchen die Deutschen noch so einen Nebensatz, so eine klare Positionierung, dass sie sagen können, Maria, die ist dagegen. Also, dass man nicht nur einfach ein Thema anspricht, sondern dass man da auch ganz klar noch formuliert, was die Meinung dazu ist. Und das habe ich am Anfang nicht so gemacht. Und deswegen, glaube ich, haben vielleicht mir auch viele das so ausgelegt, dass ich total es liebe, Dickpics zu bekommen. Und das ist sowas. Ja, ist wir ja brauchen auch, so eine Positionierung, das stimmt. Genau, ja. Das ist und daran, richtig. Das war auch jetzt sowas, woran ich jetzt auch gearbeitet habe. Also ich glaube, in meinem Programm jetzt kommen noch mehr meine Meinungen auch durch. Das ist jetzt nicht nur Witz nach dem anderen, aber es ist halt, ja, Comedy ist kein einfacher Job und du bist auch nie wirklich fertig. Also das, was man, die Sachen, die da jetzt online sind bei mir von Nightwatch, die sind ja jetzt auch teilweise schon 3 Jahre alt oder so. Und natürlich entwickelt man sich auch weiter und versucht da auch noch meine Haltung und meine Stimme zu finden. Naja, ich meine, wie war das? Comedy-Preis, beste Newcomerin? Ja, ja, also aber Newcomer bedeutet ja auch noch, dass ich noch am Anfang bin. Ja, also aber ist doch schon eine cool, Ehre, aber, ja. Ich, ja, aber wenn du selbst schon sagst, es ist eine Entwicklung, dann bist du genau an der richtigen Stelle, definitiv. Jetzt habe ich mal geschaut, ist natürlich jetzt in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, sind wir immer noch Corona-mäßig. Dein aktuelles Programm heißt Jungfrau. Jetzt frage ich natürlich erstmal, Kind, wie kommt man denn auf diesen Namen? Ja, ich dachte halt irgendwie einmal Jungfrau wegen halt meinem Namen Maria. Ich habe eine Nummer auch, also eine Comedy-Nummer über die Bibelgeschichte. Und dann dachte ich auch Jungfrau, junge Frau. Also es waren so mehrere Sachen, die irgendwie für mich dafür gesprochen haben. Und Titelfindung ist aber auch schwer und irgendwie fand ich das catchy und ich hatte irgendwie Lust, mich in so ein Maria-Jungfrauen-Kostüm zu werfen. Und ja, deswegen heißt es Jungfrau. Okay. Kannst du, ohne jetzt natürlich zu spoilern, die Leute sollen ja hingehen, aber so ein bisschen verraten, springst du sehr mit den Themen? Hat das Thema bezogen auf den Titel ein bisschen einen Schwerpunkt oder? Nee, also würde ich jetzt nicht so sagen. Es ist schon sehr einfach, also viel auch über so mein Leben, also über meinen Umzug von Berlin nach Köln, wie ich groß geworden bin, also auch ein bisschen über meine Familienverhältnisse, übers Studieren, dann aber auch eine Nummer über die Anti-Baby-Pille und ich rede auch nochmal über Dickpics und ja, also wirklich kreuz und quer, also viel, was mit meinem Leben zu tun hat auf jeden Fall, aber auch viele Beobachtungen, Analysen und aber auch sehr viel Quatsch einfach. Das ist gut. Ich meine, ja, Lachen tut auch grundsätzlich in jeder Zeit immer gut. Und jetzt habe ich es natürlich auch richtig im Kopf, dein Podcast heißt Jungfrau Maria trifft. Nee, das war mein alter Podcast. Oh. Der wurde leider nicht mehr weitergemacht. Echt? Ich habe einen neuen Podcast und der heißt Quotenvibes mit Joyce Ilk zusammen. Oh, okay, dann entschuldige bitte, weil den habe ich, das ist sehr schade, weil den fand ich ziemlich cool. Also den Jungfrau. Ich fand den auch cool, ich finde es auch sehr schade. Ja. Okay. Aber ja, das war halt von Audio Now und TV Now und das war halt relativ teuer und irgendwie haben sie sich, glaube ich, irgendwie mehr erhofft. Okay. Naja. Schade. Und ich sag mal, jetzt der neue Podcast, ist der ähnlich aufgebaut? Wie ist der so? Mhm. Also es ist auch ein Videopodcast, aber wir haben so eine Mischung. Also Joyce und ich, wir sind immer zusammen. Manchmal haben wir Folgen, wo wir nur alleine zu zweit reden, aber wir haben auch oft Gäste, wo wir dann noch mit jemandem dritten. Okay, und plaudern. Themen kreuz und quer. Ja, wirklich kreuz und okay. quer. Ja, schön. Ich habe auch dieses Video bei Peter von dir gesehen, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, dir dazu die Standardfragen zu stellen. Nichtsdestotrotz, 2 Fragen noch zum Schluss. Dein Lieblingsgericht. Ich meine, ich weiß, eine Klassikerfrage, aber ich glaube, also Curry mag ich schon auch sehr gern, aber
Ich liebe halt auch alles mit Erdnuss. Also so das, was dieses Gericht, was ich da gerade erzählt habe mit dem Reis und dem Tofu und der Erdnusssoße, das liebe ich. Oder einfach so Asianudeln mit Erdnusssoße. Auch mega geil. So Pizza finde ich auch geil, aber esse ich jetzt auch nicht so oft. Ich liebe es auch, mir einfach so Gemüse oder so Kartoffeln, Kürbis und alles in den Ofen zu machen. Ja. Und dann vielleicht auch noch so mit veganem Käse so zu überbacken. Das finde ich auch richtig geil. Ja, das würde ich sagen, sind gerade so meine Favoriten. Ja. Jetzt natürlich zur Kürbiszeit, wieder ganz viel Kürbissuppe auch. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, das ist, frage ich jede, die bei mir ist, jetzt kommt so die gute Fee und du hättest jetzt tatsächlich so diesen berühmten einen Wunsch frei, also entweder für dich privat, persönlich, für deine Karriere oder für die ganze Welt. Was wäre das? Weltfrieden. Ja, also das Menschen in Frieden leben und dass auch Menschen mit Tieren in Frieden leben und wir uns alle lieb haben. Es ist natürlich eine sehr kindliche Sicht, aber wenn es jetzt einfach ein Wunsch wäre, den ich einfach so äußern kann, dann würde ich das sagen. Also ich finde das gar nicht kindlich, weil ich wurde das auch schon gefragt und es gibt von David Neven ein sehr geiles Buch, das heißt Gott bewahre. Da schickt Gott seinen Sohn auf die Erde, weil er merkt, irgendwie Gott war in Urlaub und kommt zurück und denkt sich so, ach du Gott, zwei Weltkriege, was haben die Menschen da unten für einen Scheiß gebaut? Und schickt seinen Sohn auf die Erde. Der nimmt dann an sowas wie American Idol teil und am Ende sagt er, was er sich wünscht, und der sagt einfach immer nur, seid lieb. Ja. Ja. Und deswegen, ich finde, manche Klischees sind schon völlig okay, ja. Klar, wer mehr über dich erfahren will, Webseite, ich kann nur empfehlen, die Videos von dir, ich habe dann jetzt auch endlich mal entdeckt, dass ich mir den nicht immer in YouTube zusammensuchen muss, sondern einfach auf deine Webseite gehe, da sind nämlich ziemlich viele verlinkt, ansonsten ja? Muss ich mir die immer so zusammensuchen, beziehungsweise was heißt zusammensuchen, aber man muss sich so durchklicken, so. Das sind ja manchmal so kurze, kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Deine Tour, wann geht die weiter oder los oder? Jetzt die geht Corona schon weiter. Also ich hatte jetzt auch meinen ersten Auftritt wieder und jetzt auch Ulm ist jetzt auch bald. Also es, hoffentlich, wenn es jetzt alles von den Corona-Maßnahmen so bleibt, werde ich, denke ich mal, dieses Jahr relativ viel auch spielen können. Super. Also ich kann es mir empfehlen. Ich danke dir mega für die Zeit, dass es geklappt hat. Und danke für die Einladung. Ja, freue mich sehr und wünsche dir viel Erfolg für alles, was du tust. Danke gleichfalls. Tschüss. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de